Hallöchen und willkommen zurück zu Mass Effect 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ja, heute wieder zur offiziellen Zeit quasi. Ja, weil wir es letztens noch nicht geschafft hatten, zu Morden Solus zu fliegen, fahren, wie auch immer. Der Professor ist, glaube ich, die Mission, die wir machen wollten. Genau. Morden. Reden Sie mit Aria im Afterlife und Informationen über Morden Solus zu bekommen. Ich weiß jetzt, dass das auf Omega ist. Also die Aria, wie auch immer. Werden wir ja gleich gesagt bekommen. Und ja, deswegen düsen wir jetzt mal dahin. Omega, ja, das ist doch schon. Umlaufbahn anfliegen. Omega erbaut. Ja, hier sind jetzt so kleine Informationen. Ich weiß nicht, ich denke mal, die sind nicht so wichtig. Wir wollen eher andocken. Und, ja, dann schauen wir einfach mal, was wir da so vorfinden. Sieht schon immer beeindruckend aus, ne? Ich mache den Moment immer kaputt. Ich weiß, es tut mir leid. Aber... Hui. Ich würde euch ja was Interessantes erzählen, aber leider fällt mir gerade nichts ein. Ja, so ist das. Schneller. Ja. So, wir müssen uns jetzt die Gruppe wählen. Also die Menschen, die wir mitnehmen wollen sozusagen. Und im Moment haben wir noch überhaupt keine Auswahl. Wir können ja bloß die zwei nehmen. Wir können ja schlecht so ein Blatt Papier mitnehmen. Und deswegen müssen wir, ob wir wollen oder nicht, die Gruppenauswahl bestätigen. Schmettern. Brauchen wir Schmettern? Was brauchen wir denn für Schmettern? Nur einen Gruppenpunkt. Dann würde ich sagen, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, ich wollte hier... Nein, ich wollte da einen Talentpunkt hinmachen. Bin ich jetzt zu blöd, die zu machen? Ach nee, warte. Ich habe wieder was. Ja. Gruppenmitglied ist nicht loyal. Na, vielen Dank. Die mag mich zu wenig. Na, dann würde ich sagen, machen wir erstmal den Warp. Der ist nämlich ganz cool. Für Jacob, der ist auch noch nicht loyal. Ja, steht, sehen wir hier. Dachte ich mir. Da machen wir mal das Ziehen. Und wir hatten ja letztens unsere Punkte schon vergeben und deswegen können wir jetzt eigentlich auch starten. Hier könnten wir jetzt noch die Bewaffnung ändern. Ja, aber ich denke, das ist jetzt nicht das, was wir tun wollen, denn wir wollen nach Omega. Willkommen auf Omega. Sie sind neu hier, nicht wahr? Ich merke sowas gleich. Erlauben Sie mir... Oh, hallo Mocklin. Ich wollte gerade... Abgang wartet. Sofort. Natürlich, Mocklin. Was immer sie verlangt. Verdammte Arschgeier. Willkommen auf Omega, Shepard. Sie wissen, wer ich bin? Natürlich. Wir haben sie auf dem Schirm, seit sie in den Terminus-Systemen sind. Sie sind nicht ganz so raffiniert, wie sie glauben. Aria will wissen, was einen toten Spectre nach Omega führt. Sie sollten umgehend ins Afterlife gehen und ihre Aufwartung machen. Sparen Sie sich die Drohgebärden. Ich bin nicht auf Omega, um Probleme zu machen. Um sie herum explodiert ständig irgendwas, Shepard. Sie können es Aria nicht übel nehmen, dass sie ein Auge auf sie hat. Da hat er Afterlife. Sofort. Eieiei, da wurden wir aber ich ganz schön... Ich empfange Quarantänewarnung aus den Slums, wo Dr. Morden Solo seine Klinik hat. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. Ich habe außerdem Gespräche zwischen den Söldnergruppen über Pläne zum Ausschalten von Archangel aufgefangen. Im Afterlife gibt es eine Rekrutierungsstelle, die vielleicht mehr über ihn weiß. Ja, was ich jetzt jedenfalls gerade sagen wollte, das war ziemlich eine... Das war eine ziemlich unfreundliche Begrüßung. Ich weiß nicht, ob ich gerade noch was anderes sagen wollte. Ich habe es leider wieder vergessen. Aber ist ja nicht so schlimm. Die Edie hat uns ja jetzt hier gerade schön aufgeklärt. Und ja, wir gucken jetzt mal schnell.
Hier wäre jetzt das Afterlife, haben wir auch gerade schon ganz groß dran stehen sehen. Wir könnten höchstens mal kurz schauen, ob wir irgendwas kaufen können. Obwohl, ich werde das jetzt nicht hier auf Zwang machen. Ich will ja mit euch das Spiel durchspielen und nicht hier jede kleine Kackquest machen, oder? Wollen wir das? Wollen wir das machen? Ich weiß es nicht. Irgendwas gab es doch auf Omega, aber ich habe es leider voll wieder... Das sind die ganzen Dossiers. Ach, hier ist das, genau. Auf Omega. Da könnten wir mal nach einer dieser Kupplungen schauen. Zutaten. Nee, das war auf der Citadel und das war auch auf der Citadel. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, wir können jetzt jedenfalls mal nach dieser Kupplung schnell schauen auf dem Markt vielleicht. Ihr seid da, ne? Ja, die sind da. Schön. Aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen wird verlautbart, dass der Angriff auf die Menschenkolonie Freedom's Progress daraufhin... Bereit! Das Endmenschen sind ein Schandfleck für die Reiche. Ja, ich trau mich hier gar nicht zu reden, weil hier irgendwie alle reden und reden und... Kondensator-Brustplatte. Ja, hier können wir uns halt auch so ein bisschen Zeug kaufen, so von wegen Verbesserung und so. Schilde beginnen sich... sieht eigentlich ganz gut aus. Wir kaufen das jetzt einfach mal, habe ich jetzt beschlossen. Ja, wir möchten das haben. Ein Heckmodul. Was können wir damit Tolles machen? Doppeltes Zeitlimit für ein Heck. Nee, ich denke, das kriegen wir mal ganz gut hin. Das brauchen wir eigentlich nicht. Vorsichtig aufgeregt. Willkommen, Mensch. Was kann ich für Sie tun? Süß! Was für Waren verkaufen Sie hier? Freundlich, Bergungsgut, alles Mögliche, das meiste davon legal. Voller Stolz, ich habe die niedrigsten Preise der ganzen Station. Günstigeres Bergungsgut werden Sie nirgendwo finden. Ich habe einiges zu erledigen. Höflich, einen schönen Tag noch. Schauen Sie bei meinem Kiosk vorbei, wenn Sie etwas kaufen möchten. Ich finde es so süß. Ich weiß nicht, ich finde die Dinger so niedlich, ne? Die sind eigentlich wahrscheinlich, alle anderen sagen jetzt, ich weiß gar nicht, ob ihr mich richtig versteht, wenn ihr die ganze Zeit quatscht. Oh, Mann. So, jetzt schauen wir mal. Kleines Modell. Was ist das denn? Zeitschrift. Nee, ich glaube nicht. Sturmlaufgeschwindigkeit braucht man erstmal. Hat angeblich den Admiralstern abgelehnt und bleibt Commander der Orizaba. Sie erklärte, ihre Beförderung zum Admiral sei ein politischer Schachzug und sie könne das Vermächtnis ihres Kindes am besten dadurch ehren, dass sie ein Schiff befehlige. Sie haben eine feste Aufgabe, die erledigt werden muss oder angestellt. Gehen Sie, Mensch! Sagen Sie, Captain Gewahn, wir haben heute niemanden getötet. Ich kenne keinen Captain Gavorn. Warum sollte ich ihm irgendwas sagen? Traue Ihnen nicht. Sagen Sie Gavorn, wir kennen seine Tricks. Wir haben heute niemanden getötet. Es scheint auf Omega ziemlich viele Wortschatz zu geben. Ah, weggehen! Zu viel reden! Gavorns Männer kriegen uns nicht. Wir gehen. War nett, mit Ihnen zu plaudern. Nicht mehr reden. Wir kennen Gewahrtstricks. Wir gehen. Geht. Also, dazu fällt mir gerade gar nichts mehr ein. Eklig. Einfach nur abartig. Wo kommen wir jetzt hier hin? Ich weiß es nicht. Das ist immer gut, wenn ich das nicht weiß. Wir können ja mal die Karte benutzen, ne? Ich meine... Afterlife. Ja, da kommen wir ins Afterlife. Das können wir schon mal machen. Ich weiß nicht, hä? Geht? Das ist voll eklig irgendwie alles. Hör mich rein. Ja, nee, manche sind voll so süß, ne? Also manche Viecher und andere, da denkst du dir echt so, wow. Kann der Tänzerin zusehen? Oh ja, Jungs, jetzt bitte. Nach vorne lehnen. Okay, nee, wir gehen echt. Das ist ja echt krass, ja.
Schön, da haben wir wenigstens eine Tänzerin mal zugeschaut. Ja, komm, wir reden mal mit dem hier. Trink bestellen? Nee, wir sind bei der Arbeit, das machen wir mal nicht. Der will eben nicht mit uns reden, dann eben nicht. Oh, wir können sogar tanzen. Stark. Zeig, was du kannst, Shepard. Wow. Oh Gott, ich glaube, wir werden niemals Mord in Solus finden, irgendwie. Ja, egal. So, jetzt geht's aber los. Ich muss gerade mal schauen, wo wir lang müssen. Untere Ebene, da oben ist die Area. Ja, falls jemand weiß, wie die heißt, ne, dann... ich weiß nicht. dann kann das mir schreiben. Lautschrift oder so. Aber wir werden es ja eh gleich sehen, schätze ich. Party hart. So. Anton, ne? Dann reden wir mal mit Anton. Hallo, Anton. Wollen reden? Reden Sie mit Aria. Geht klar. Hallo. Das ist nah genug. Stehen Sie still! Wenn Sie nach Waffen suchen, machen Sie Ihren Job nicht besonders gut. Man kann bei toten Spectres nicht vorsichtig genug sein. Hinter Ihrem Gesicht könnte jeder stecken. Man hat mir gesagt, mit Ihnen müsste ich reden, wenn ich Fragen habe. Sie sind sauer. Ich habe gerade verstanden, Sie sind sauer. Kommt auf die Fragen an. Sie herrschen über Omega? Ich bin Omega. Na, herzlichen Glückwunsch. Aber man braucht mehr. Jeder braucht mehr von irgendwas. Und sie kommen alle zu mir. Ich bin der Boss, die Präsidentin oder sie Königin, wenn sie es dramatisch mögen. Ganz egal. So Omega hat keinen offiziellen Herrscher. Protektoren. Und es gibt nur eine Regel. Sorry. Leg dich nicht mit Aria an. Aha. Ja, sorry, dass ich euch gerade so reingelabert habe. Aber mir ist aufgefallen, dass sie so am Hintern so lustige Dinger hat. Ja, ist auch egal. Ja. Gefällt mir. Kann man sich leicht merken. Wenn sie es vergessen, wird jemand sie daran erinnern. Und dann werfe ich ihren Arsch aus der nächsten Luftschleuse. Also, was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Archangel. Sie und halb Omega. Wollen Sie ihn auch tot sehen? Warum sind alle hinter ihm her? Er bildet sich ein, dass er für die gute Seite kämpft. Dabei gibt es auf Omega gar keine gute Seite. Alles, was er tut, verärgert irgendjemanden. Und jetzt holt ihn das ein. Ich stelle ein Team zusammen und er steht auf meiner Liste. Interessant. Sie werden sich einige Feinde machen, wenn Sie sich mit Archangel zusammentun. Vorausgesetzt, Sie schaffen es überhaupt bis zu ihm. Er hat momentan ein paar Schwierigkeiten. Sagen Sie mir einfach, wo ich ihn finde. Die Söldnergruppen hier rekrutieren jeden mit einer Waffe, um Archangel endlich zu erledigen. Klingt, als wäre das unsere Eintrittskarte. Sie benutzen ein Zimmer zur Rekrutierung, direkt da drüben. Die nehmen Sie bestimmt. Welche Söldnergruppen sind hinter Archangel her? Blue Suns, Eclipse, Bloodpack. Das sind die wichtigen auf Omega. Außer im Krieg sieht man sie sonst nie zusammen. Vielen Dank für die Hilfe. Mal sehen, ob Sie das auch noch denken, wenn die Söldner merken, dass Sie ihm helfen wollen. Ich suche nach Mordin Solus. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Den salarianischen Arzt? Ich hörte, er hilft solchen Opfern in der Quarantänezone. Ich habe Mordin immer gemocht. Man weiß nie, ob er einen heilt oder erschießt. Was können Sie mir über ihn erzählen? Er gehörte früher zur Special Task Group der Salarianer. Er ist brillant und enorm gefährlich. Aber bloß kein Gespräch anfangen. Er hört sonst nicht mehr auf zu reden. Wenn Sie wirklich zu ihm müssen, nehmen Sie ein Shuttle zur Quarantänezone.
Ich kann allerdings nicht garantieren, dass man sie reinlässt. Danke für die Information. Bringen Sie bloß die Seuche nicht hierher. Ja, und da haben wir gleich über zwei Personen auf unserer Liste sozusagen was erfahren. Und wir werden, denke ich, erstmal kurz uns anwerben lassen. Zwei Vorbildpunkte haben wir außerdem noch erhalten. Ich habe gehört, dass Sie rekrutieren. Warum kommen Sie nicht rein? Sie werden bezahlt, wenn der Job erledigt ist, wie alle anderen auch. Wer ist der Nächste? Na, so eine Süße. Igitt. Sie sind am falschen Ort, Schätzchen. Zu den Stripperinnen geht's da lang. Wow, nicht mal ein Lächeln. Sie wollen hier also kämpfen, was? Sicher, wenn das hier der Ort ist, wo es Archangel an den Kragen geht. Das ist er. Standardbezahlung sind 500 Credits pro Nase. Fällig nach Erledigung des Jobs. Wenn Sie draufgehen, bekommen Ihre Freunde dafür nichts. Sie brauchen eigene Waffen und Panzerung. Aber das scheinen Sie ja schon zu haben. Und dadurch gehören Sie weder zu den Blue Suns noch zu Eclipse oder dem Blood Pack. Sie sind eine Freischaffende. Basta. Noch Fragen? Das war auch nicht der Plan, zu denen zu gehören. Ziemlicher Aufwand für einen einzigen Kerl. Er hatte ein ganzes Team, aber darum haben wir uns gekümmert. Jetzt ist er ganz allein. Aber er hat zwei Vorteile. Es ist seine Operationsbasis und er weiß, dass wir kommen. Er ist auf einen Angriff wie diesen vorbereitet. Wir haben bei dem Versuch, zu ihm vorzudringen, schon viele Männer verloren. Es wird nicht einfach, zu ihm vorzudringen. Als würde man Vorcha aus der Kanalisation raustreiben. Aber genau dafür rekrutieren wir Leute. Wenn wir ständig neue Kämpfer auf ihn hetzen, kriegen wir ihn schon irgendwann. Wohin geht es? Gehen Sie einfach rüber zum Transportdepot neben dem Club. Einer unserer Jungs holt Sie dort ab. Schicken Sie den Nächsten rein. Hey, kann ich mich hier verpflichten? Sie sind etwas zu jung, um als freischaffender Söldner zu arbeiten. Ich bin alt genug. Ich bin auf Omega aufgewachsen. Ich weiß, wie man eine Waffe bedient. Archangel auch. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Außerdem habe ich gerade 50 Credits für diese Pistole hingelegt und will sie jetzt... Hier ist Ihr Geld zurück. Hey, was haben Sie... Vertrauen Sie mir. Eines Tages werden Sie mir dankbar sein. Ja, ich habe mich jetzt hier für die gute Handlung entschieden, denn mir schien er echt etwas zu jung und wir haben sogar 7 Vorbildpunkte. Klappe. Mann, die labern mir hier voll rein. Was wollte ich eigentlich sagen? Weil er mir doch etwas zu jung erschien und ich denke mal, das muss ja nicht sein. Was ist mit denen los? Hallo. Wen starren Sie so an? Haben Sie nichts Besseres zu tun, als mit Leuten Streit anzufangen, die Sie gar nicht kennen? Nein, es geht mir auch nur um die, deren Nase mir nicht passt. Sie sehen meine Bewaffnung. Wollen Sie das wirklich durchziehen? Ich? Na gut, ich lasse Sie laufen. Vorerst. Man sieht sich. Jo, ciao und so. Was für eine Sinnlosaktion. Okay, wir haben nochmal 5 Vorbildpunkte erhalten. Gehen Sie rein. Hä, wieso rein? Mann, ich komme raus. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Ohne Witz. Aber unsere Zeit ist leider schon wieder vorbei. Und ich weiß, ich habe euch versprochen, dass wir Morden Solos finden. Aber wir sind ja ganz, ganz kurz davor. Und nächste Woche werden wir ihn auf jeden Fall sehen. Denn er wird der Erste sein, zu dem wir gehen und den wir abholen werden. Ah, jetzt seid doch mal alle ruhig, ihr redet mir voll rein. Und dann hoffe ich jedenfalls, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Ob es Montag oder Dienstag sein wird, also weil ich ja schon in der letzten Aufnahme gesagt habe, dass es vielleicht auch montags jetzt schon das LP gibt, also dass es immer Montag und Dienstag kommt, das werde ich erst noch entscheiden und ich werde es twittern oder in YouTube schreiben oder beides oder ich weiß noch nicht genau. Falls ich mich überhaupt nicht melde, weil ich es wieder vergessen habe, was ich aber nicht glaube, dann auf jeden Fall Dienstag, aber ich sag euch nochmal Bescheid. Gut, dann bis nächstes Mal und ja, danke, dass ihr dabei wart. Tschüss!